Chris lebt! Nein! Nein, Chris nein, lebt. Nein! Geh weg! Oh, Chris. Oh, Chris, 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 Chris. Was zum Teufel? Du weißt, was Platzpatronen sind. Ich meine echt jetzt? Nee! Nee! Ich hab's mir schon gedacht! Dieser verfluchte Wichser, Alter! Ich könnte ihn umbringen! Oh mein Gott! Matt! Matt! Und Emily lebt! Shit! Oh Scheiße! Alter, ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Sehr schlau. Oh. Das wär's jetzt gewesen, ey. Okay. Shit! 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 Schaut sich das an, anstatt wegzugehen. Oh Gott. Das waren 600 Mäuse. Wehe, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Für eine Jeans? Ach du Scheiße, Alter, was geht bei ihr? Okay. Rich Bitch oder was? Sieht doch gut aus. Oh Gott, wenn ich schon diese Schreie höre. Kann das mal aufhören? Bitte? Hallo? Hallo? Hier ist irgendwas. Mhm. Wir sind hier unten definitiv nicht alleine. Aber Matt? Nein, nicht Matt. Mike war auch hier. Glaube ich. Am Anfang, als wir Jess retten wollten. Ich glaube, der war auch in solchen Minen. Okay, ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht auf. Deswegen haben wir hier vorhin die Lore gesehen. Bevor ich aber deaktiviere, ist hier hinten noch bestimmt irgendwas. Das schaue ich mir auch gleich an. Nichts? Okay. Ich habe gehofft, dass hier irgendwie so ein Totem liegt oder so. Jetzt schauen wir erstmal hier in die Kiste rein. Auf der Rückseite. Die Sprengtruppe. Vorbereitung zum Sprengen der neuen Schächte. Northwest Minen, Dezember 1951. Wir locken ja nur alles, was uns töten kann, zu uns an. Ein Aufzug! So einfach ist es doch jetzt bestimmt nicht, oder?
ja klar. Hey, wie schalte ich das Ding ein? Und hier war Mike. Ganz sicher. Und hier war auch dieses Ding, was wir einmal abgeschossen haben. Und das Ding hat ja auch Jazz entführt. Weil ich glaube nicht, dass Josh irgendwas mit dem Verschwinden von Jazz zu tun hat. Ganz sicher nicht. Stechuhr. Alter, was geht denn da? Wir sind definitiv nicht allein. Kann ich hier hoch? Hier ist irgendwas. Ah. Gehen wir halt dahin, wo das Feuer war. Alter. Schrei halt noch lauter. Die muss ihr Leben gerade richtig hart hassen. Komm schon. Ich glaube, das hier ist wirklich das geringste Problem. Aber eklig ist es schon. Und ich sehe gar nichts. Ist hier irgendwas? Sie hat's drauf? Ich sehe halt fast gar nichts, das ist echt. Ach so, wir kommen ja von hier. Boah, bin ich blöd. I'm sorry. Okay, was haben wir hier? Oh, Schreck. Wirklich schräg. Das sieht aus wie ein Helm von einem Bergarbeiter oder Minenarbeiter. Hier hinten war noch irgendwas. Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause von deiner dich liebenden Frau und deiner Tochter Agnes und Luise. Ich glaube nicht, dass der zurückgekommen ist. Okay, das hatten wir schon. Oh. Ja, natürlich, schnell hier hoch. Wir sind ja alle so Kletterprofis, das schaffen wir schon. Komm schon. Wir dürfen keine Zeit verlieren. So, was passiert jetzt? Also ich bin kein Fan von den Minen. Bin ich mal ganz ehrlich.
Oh Mann. Matt. Jetzt denkst du an Matt. Really? Verfluchte Scheiße! Das kenne ich zu gut. Verfluchter Mist. Das kann ich noch weniger sehen. Was geht da ab? Hey, meine Fackel. Nice. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das jetzt geht. Aber so einfach kommen wir doch bestimmt nicht davon. Hä, wo muss ich hin? Ach, hier wahrscheinlich. Also wenn ich in der Situation wäre, würde ich hier nicht einfach so gechillt rumlaufen. Ich würde da schon ein bisschen Speed geben. Hey, kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Weg jetzt hier wieder zurück muss. Nee. Hä, wo muss ich denn hin? Kann mir das mal jemand sagen? Hä? Ich muss doch da runter hier. Es geht doch nicht anders. Ich kann doch nicht den ganzen Weg wieder zurück. Ach, hier. Hä? Ah, da! Ich habe die Treppen gar nicht gesehen. Wie unnötig. Hallo? Kannst mal gehen? Ist halt scheiße, wenn man so viel sieht, ne? Oh. Oh, das hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Das sah ja eklig aus. Ist hier irgendwas? Oder warte mal. Hier ist irgendwas drin. Ja, diese Geräusche. Ich krieg voll Gänsehaut. Matt! Matt wird jetzt auch nicht helfen. Hä, sind wir raus? Ja, da kommt man niemals hoch. Hey! Reizende Gefahr ist mein scheiß zweiter Vorname. Hä, wie kommt das denn hier?
Wann holst du dir deins, Beth? Wie kommt dieses Foto hier in die Minen? Das ist ihre Brille. Die waren hier unten. Sind die vielleicht von da oben runtergefallen? Weil die waren ja auch irgendwie... Alter, das ist voll krass. Die waren bestimmt hier unten. Hier war irgendwas. Hier. Das ist ganz genau ein Jahr her. 2.2.2014. Was soll das bloß? Waren sie vielleicht gar nicht tot? Vielleicht haben die ja hier unten irgendwie überlebt? Beth, 2.2.2014. Ist es ein Grab für sie gewesen? Holy shit. Bevor ich hier durchgehe. Ah, hier. Das haben wir vorhin durch das Gitter gesehen. Sie war hier unten. Sie waren hier unten. Anders kann das hier ja nicht landen. Also entweder haben beide überlebt oder so wie ich das verstehe, ist Beth gestorben wegen dem Kreuz und Hannah hat überlebt. Was ist das? Das ist Beths Kopf! Alter, mir ist schlecht. Also, Beth ist definitiv tot, aber dann hat Hannah überlebt. Weil sonst würden ja die ganzen Sachen hier nicht landen. Also, die Brille, die Kette oder der Anhänger halt. Aber was ist... Warum war da nur ihr Kopf? Okay, jetzt sind wir hier zurück. Schnell zum Aufzug. Oh, komm schon, jetzt mach! Nein! Es ist nicht der Psychopath. Es ist irgendwer anders. Der kommt trotzdem her. Komm wieder her? Was? Wow. Da nicht hinterher. Ja, juckt ihn nicht. Oh Gott. Verstecken.
kurz den Controller ablegen, ey. Darf mich bestimmt jetzt wieder nicht bewegen. Der findet mich. Safe. Sag ich doch. Oh Gott. Was passiert jetzt? Josh! 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 Oh, oh, wirklich gut. Ihr alle hier habt mich erkannt. Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut. Gut, 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 gut. Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Er ist krank. Ist das schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, 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 sie sind fort. Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Das gibt's doch nicht. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. Und all das Blut. Ich meine, Blut. Da war Blut in Massen. Falsche Leichen. Ich meine, der Scheiß war so teuer. Jetzt verstehe ich. Alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken. Jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Der hat eine Schraube Deswegen locker. Wollte er, dass wir alle kommen. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Also war er das die ganze Zeit, der da bei Dr. Hill war? Jungs, Jungs, kommt schon. Wirklich, das ist doch völlig verrückt. Halt's Maul. Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du? Er hat Ashley geschlagen, du Stück Scheiße! Oh. Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das nee, gar nicht. Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Hör auf, Mann. Halt endlich dein Maul. Chris, hey. Was für eine Ansage. Komm schon, Kumpel. Wir sind doch Partner. Hör auf, das stimmt doch gar nicht. Ach, na schön. Spiel den Arsch. Wer ist hier der Arsch? Ah, das mit Jessica, das war ja, glaube ich, wirklich nicht. Das war was ganz anderes, habe ich schon nur, am Anfang ihr gesagt. Wollt. Ihr seid die Klappe! Ihr seid... Alter. Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, habe ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, Stopp! Alter. Michael, Mike, sorry, Mann. Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Stimmt aber. Aggressiv. Halt einfach die Fresse, Josh. Aus der Sache kannst du dich nicht mehr rausreden. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Hey, der ist voll gestört. Verdammt! Der ist krank. Wir meinen das ernst. Das ist nicht richtig. Nein,
So war das alles doch überhaupt nicht geplant. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Oh, bitte, du bist der größte Feigling überhaupt. Aha, ich habe was getan. Ich habe euch glauben lassen an eine Welt, die ich erschaffen habe. Und euch Seiten von euch selbst gezeigt, die ihr an euch niemals sehen wolltet. Du hast uns manipuliert, reingelegt, deine Freunde verletzt. Und das alles, während du dich versteckt hast. Du bist ein Feigling, Josh, und sonst nichts. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm! Der braucht echt seine Pillen. Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind Details. Ja. In Gottes Namen, Faselkabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so also drauf? Mindestens nein, für drei Geiseln so oder ihr Geld zurück! Alle sind dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Wie bitte? Was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Christopher. Ich mach den Typen alle. Hör nicht auf ihn. Er ist es nicht wert. Hey, Mike. Mike. Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie ihn wirklich heiß. Krank. Halt dein verficktes Maul! Echt jetzt? Was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja. Dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böse Kopf-Guter-Kopf-Nummer auf die Reihe? Ich hätte doch zuschlagen sollen. Er hat's verdient. Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns eine Pizza? Kommst du hier klar? Ja, die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Ich habe echt keine Worte für Josh. Einfach nur krass. Was bisher geschah. Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften, vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein, sie sind fort. Jessica ist wirklich tot. Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Was war da mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott!